Hallo, willkommen zum fünften Teil unserer Serie Le Petit Chef in Köln im Hyatt. Falls ihr Teil 1 bis 4 noch nicht gesehen habt, ich empfehle euch auf jeden Fall, schaut es euch an. Den Link zu Teil 1 seht ihr gerade oben in der Ecke. Aber jetzt freuen wir uns unwahrscheinlich auf den Abschluss. Le Petit Chef. Unwahrscheinlich leckeres Essen und eine kurzweilige Atmosphäre. Wir können es nur zu 100% empfehlen. Was hältst du davon? Sag mal deine neue Tätowierung. Sag sie mal eben. Püppi ist neu tätowiert. Genau, Ghetto Braut. Ja, jetzt aber viel Spaß mit Teil 5 und dem Vorspann zum Dessert. Danach gibt es natürlich noch ein kurzes Fazit von uns. Obwohl, Moment, da kommt. Oh. Es wird nur. Ja, kein Problem. Pfeffer und Salz wird nur eingesammelt. Oh, unsere Butter ist auch weg. Teil 5 hat nichts mehr mit Pfeffer und Salz zu tun, weil ist ja der Dessert. Also, du bist auch tätowiert, ne? Nicht nur ich. Achso, Moment, schaut euch mal meine neue Tätowierung an. Ich war heute am Rheinufer, da war ein Tätowierer, der hat gedacht, mach mal. So. Coole Socke. Das war dein Kopf richtig? Boah, ja. Geil. Ja, wieder hoch. Mal. Super. Das ist meine neue Tätowierung. Ja. Bevor wir abschweifen. Bitte schön. Ah, vielen Dank. Ein Cappuccino haben wir noch bestellt. Bevor die Show jetzt aber endgültig losgeht. Nur damit Le Petit Chef jetzt hier nicht gleich in den. Oh, Leute, möchtet ihr mal von meinem Cappuccino probieren? Der ist ja Wahnsinn. Der ist komplett tätowiert. Wie die Püppi. Püppi ist auch tätowiert. Mein Cappuccino. Oh, Finger weg. Die Show geht los. Na, wo sind wir denn? Ah. Tja, es hat geschneit, würde ich sagen. Eine So, pinkelt er da hin? Pinkelt er? Rein in den Hexer. Ups. Tja, schön, Le Petit Chef. Der gute Koch. Far, far away. Da irgendwo im ewigen Eis hängt er jetzt. Tja. Ja, ich bin gespannt, wie jetzt unser fünfter Gang aussieht. So, da
kommt unser fünfter Gang. Das, was Le Petit Chef uns gebaut hat, steht jetzt bei uns auf dem Teller. Mein, sieht das richtig gut aus. Püppi macht eben wieder ein Selfie. Foto. Okay, wir sind live dabei, wie Püppi ein Foto macht. Wie das heute erwartet? Du bist schon fertig. Es sieht wirklich richtig gut aus. Schaut euch das mal an. Unglaublich. Petit Chef nicht versucht hat, mit Ihnen nach Hause zu kommen. Es ist an der Zeit, Ihnen Lebewohl zu sagen. Wir hoffen, Ihnen hat das kulinarische Erlebnis im Petit Chef gefallen und freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. Adieu et au revoir. Oh. Ach, Feuerwerk sogar. Nein, wie Tja, das war unser fünfter und letzter Beitrag. Le Petit Chef in Köln hier im Hyatt. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr die Möglichkeit habt, macht das. Es ist ein unwahrscheinlich tolles Leben. Witzig, toll. Witzig, ja. Es ist nicht gerade günstig, aber es ist kurzweilig. Es ist ein Event. Macht es. Ich kann euch auf jeden Fall nur empfehlen. Ich hoffe im Übrigen, ich konnte euch mit meinen 5 Videos ein kleines Lächeln in die Augen zaubern. Das war nämlich der Sinn und Zweck dieser Übung. Wenn ihr jetzt erst bei dem 5. Video eingestiegen seid, schaut euch das Video Nummer 1 an. Dann 2, dann 3, dann 4 und dann seid ihr bei Nummer 5. Le Petit Chef hier in Köln. Kann ich euch nur empfehlen. Wir sind begeistert. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Wir versuchen schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesen 5 Videos einen Daumen hoch. Würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Ja, Kanal abonnieren auf jeden Fall. Nicht vergessen, ist ja für euch kostenlos. Das war's. 5 Teile. Le Petit Chef hier aus Köln. Super. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bestimmt in einem der nächsten Videos.